Schönen guten Morgen. Morgen. Wir sind schon bei Cortina d'Ampezzo, da bei Bortelstacher unten, wo die kleine Festung ist. Und wir starten da jetzt auf die große Farnesalm und dann auf Monte Cerval und zurück ins Travananzes Tal. Aber es ist wirklich kalt, also ich habe sogar Stirnband geliehen. Und ja, wir sind aufwachtelt da, also alles gezogen. Wir hoffen das Beste, es ist hübsch windig. Schauen wir mal, wie wir auf die kommen, ob es jetzt ausgeht, wie es zugeht. Und ja, motiviert sind wir auf jeden Fall. Ja, wir sind jetzt schon ein Stück gefahren und da ist gerade eine mega Schlucht. Oh mein Gott, ich mit meiner Höhenangst. Große Überwindung, hebst du ja bitte. Aber jetzt weiter. Ich meine, das ist cool. Oh. Schön, hochschön. Oh ja, schon ein Stück jetzt voll. Aber voll schön. Mega. Was Problem mit einem Kunden ist der Wind. Ich habe schon geschaut, dass er dauernd Wind kommt. Das war auch angesagt. Wir können bis auf 3000 rauf, ich hoffe, das geht alles gut. Weil da oben brauchst du eigentlich gar so viel. Ja, wir hoffen echt das Beste. Kämpfen ist da jetzt schon rauf. Die alte Militärstraße fahren wir vorbei, dass du ein bisschen sehen kannst, wie steckig das da ist. Ich hoffe, es kommt da halbwegs um. Aber man muss da ganz schön kämpfen. Typisch Italien, wenn es mal betoniert ist, dann wird es steil. Aber es ist jetzt die Temperatur angenehm für die Geschichten. Bis im Sommer schon gefahren da. Boah. Das ist ein Brotofen. Flacher wärst du da auf und nicht. Und jetzt seht ihr schon, es ist ziemlich alles eingefärbt. Also der Herbst nimmt seinen Lauf. Das ist mein Lieblingsjahreszeit, der Herbst. Weil es einfach echt noch geil zum Biken geht. Wenn nicht so warm ist. Also richtig krasse geile Sachen machen kann. Und Fernsicht ohne Ende. Puh. Voll schön da rum. Wir sind immer noch bei der Auffahrt, aber es nimmt ein Ende und wir haben schon einen super Ausblick Richtung Monte Cerval. Und da, wo jetzt die Sonne so rausbrennt, das Bild, das der Monte Valambianco, der normale jetzt schon gemacht, ist auch ganz ein cooler Berg, aber da müsst ihr ein bisschen schwindelfrei sein und alpine Erfahrung mit euch bringen, weil das teilweise echt ausgesetzt ist. Ja. Bei uns geht es jetzt rauf bis auf die Großfahnesalm und von der Alm haben wir dann ein bisschen, kommen wir dann wieder fahren und so. Mal besser, man kann nicht schnell ist, desto weiter kommt man da. Und dann übers Geröllfeld rauf Richtung Biwak Gipfel. Wir sind jetzt kurz vor der Fahnesalm. Der hat noch ein Foto gemacht. Und das Panorama bzw. die ganze Landschaft ist halt apokalyptisch stark, weil es ist oben gut zuckert. Und wie es das seht, schaut das wirklich wahnsinnig gut aus. Also Dolomiten im Herbst mit den eingefarbten Geschichten, die Lachen und alles ist schon Wahnsinn. Ja. Der Wind geht weiter. Geht weiter. Aber so du auch. Wir sind jetzt auf der großen Fahne. Wir kennen die Fahne so da. Kann man ganz gut wissen. Heute ist zu. Die Jahreszeit ist bei mir generell zu. Ich habe es da nie erlebt, dass es offen ist. Vielleicht eine Woche. Passt gut, genau. 60 Panorama, Wahnsinn einfach. Genau. Wir fahren jetzt rum und dann schlägeln wir es bis auf den Fjaufen. Voll schön da herum. Wahnsinn. Und schaut euch das an, wie
Ich hoffe, auf der GoPro kommt das um. Aber es ist Wahnsinn einfach. Also das Ugfarbe mit der weißen, unzuckerten Berg. Man sieht den Weg ja zum Vallon Bianco. Genau, ja. Vallon Bianco geht da rauf. Einer meiner Lieblingsberge von da. Weil er einfach einen viel abfordert. Fahrtechnisch jetzt gar nicht das so, aber halt das Ausgesetzte. Kann schon was. So gestaltet sich die Auffahrt bei uns. Also könnte schlechter sein. Und durch die Kälte ist der Schnee einfach voll verblieben. Hochinteressant noch. Umso schöner. Umso schöner, ja. Findest du jetzt da, wo die Wicke steht, um. Dann eigentlich ganz easy den Kamm rauf. Du musst sogar zwischen sogar ein bisschen radeln. Und dann ganz oben, jetzt so viel bin ich noch, wo ich mit dem Finger da, genau. Da ist das Biwak und dann ein bisschen weiter hinten ist schon der Gipfel. Wir sind beim Biwak herum, ein bisschen im Shadow, seht's, und es geht ganz gut rauf. Ich wollte auch schon bei dem Biwak übernachten, aber irgendwie sind wir da durch. Schade eigentlich, weil ich glaube da rum Sonnenaufgang und Untergang ist sicher die Wucht, aber ich muss ein bisschen was mitnehmen. Mein Tipp, wenn du auch erforscht den Trail, unbedingt Schirm, das Stück. Ah, da liegen so viele Nägel und Zeug von den ersten Wöcker Eisenteile, da fasst sich alles zusammen. Also ein bisschen Augen auf und gerade vom Gipfel weg. Genau, für die Geschichte. So, bei uns geht es jetzt weiter. Und das Panorama wirklich eine Wucht. Also man sieht außen Sandtal, also bis ganz außen, nach dem Boden außen, da ist das Finchiger noch Eiche, da schneidet es ein bisschen an und es ruckt dann die Zillertäuer. Komplett eigentlich bis nach Nautich, wo ich ein bisschen Neve drin hänge. Wuhu! Wir sind jetzt am Grat schon rum. Ja, es ist für mich schon ein kleines Erlebnis da oben sein. Ist nicht so einfach alles. Der Wind geht, ich hoffe, es versteht mich. Dicke steht da hinten, wink einmal. Ja. Und das ist echt schon ein Stravanantis da mit der Tofana. Richtig großes Kino. Und richtig geil. Das einzige, was schwarz zum Steigen ist, ist, seht ihr es eh am Grat herum. Ein bisschen alles eisig ist und schneeig. Okay, aber da, ja, ich habe mir laufen müssen für ein geiles Foto, aber es geht schon. Ist schon super durch da. So, unser Winterwanderland, das ihr seht, ist zwar wunderschön landschaftlich, aber Scheißsteigerei weit runter hat es aufgeheißt und man weiß halt nicht, wer da drin ist, ob du stehen bleibst oder nicht. Also gar nicht so gefährlich zum Gehen. Aber ich bin knapp herum. Jetzt waren natürlich auch 0 Meter. Jetzt müssen wir schauen, wenn mein Gipfel da ein Bald, der so eingeschnitten ist, ist eigentlich total sinnfrei, den anfahren. Und wenn drunter Eisstellen sind, ist eigentlich, dass man sich mehr in Gefahr bringt, wäre cool. Das ist mit dem Schnee halt so eine Sache um der Jahreszeit. Da ist gescheiter einmal zurückgehen, besser wie mit Gewalt durchgebirgen. Vor allem wenn man mich schon gemacht hat einmal. So, wir haben es geschafft, also für uns haben wir es geschafft. Genau. Da drüben wäre der Gipfel. Es ist so, nicht einmal zu Fuß, da hätte ich den gerne machen. Also hat ihn danach geschnieben und drunter alles aufgeheißt. Also man macht einen Schritt und rutscht da, wenn wir es entschieden machen, wir nicht. Das ist gescheiter bei dir Sachen. Abrechnen, man kommt öfters daher, es ist nicht weit weg und dann macht man die Bedingungen passen. Ja, und viel Höhenmeter verlängern. Genau, das Panorama hat es ähnlich, wir kennen es eh schon. Wir machen jetzt so eine Pause, ein paar coole Aufnahmen und dann geht es für uns da vorne in der Schaut noch und genießen das Panorama. Und den Tipp gebe ich euch auch, erzwingt es nichts, vor allem mit der falschen Ausrüstung, weil für den Aufstieg auf dem Gipfel da vorne zickzack auf, braucht man halt drunter wirklich Steigeisen, ja, weil man rutscht, wenn man ihn da. Das bringt sich gar nichts. Baby boy rock the world.
Down